Es gibt kein Entrinnen. Otto, der Außerfriesische, eingekeilt von seinen Fans. Dabei geht es eigentlich gar nicht um ihn, sondern um ihn. Der Ottifant hat nicht nur seine Heimatstadt im Sturm erobert, sondern die ganze Welt. Vor genau 50 Jahren hat Otto Walkes Otti erfunden, quasi aus Versehen. Das war 19 Uhr und wie spät haben wir es jetzt? Das ist ziemlich lange her. Während meiner Schulzeit, habe ich in der Schülerzeit, habe ich so versucht, ein Profil von mir zu zeichnen. Und das ist leider misslungen gewesen. Von der Seite, das habe ich irgendwie hingekriegt. Also damit die Nase verlängert und die Ohren, die Augen etwas größer, die stummen Ohren dazu, vier Beine. Und da war es ein Elefant und da habe ich Ottifant genannt. Und der begleitet mich noch bis heute. Riesenfete heute in Emden, der Heimatstadt von Otto Walkes. Ehrenbürger ist er sowieso, mit eigenem Museum mitten in der Stadt. Jeder kennt ihn und jeder liebt ihn und seine Ottifanten. Ich finde ihn einfach nur cool. Der erzählt einfach eine Geschichte. Otti, Ottifanten, der Friesenjung. Vor allem mein Papa ist Otto-Fan und deswegen bin ich hier. Otto blödelt nicht nur, er malt auch, er macht Kinofilme und er macht Musik. Zum Geburtstag seiner Lieblingsschöpfung gibt er mit seiner Band ein Konzert, ganz umsonst und draußen. Otto, Otto über alles. Bei manchen Fans geht die Verehrung so weit, dass sie seine Ottifanten ständig bei sich haben und immer noch mehr wollen. Mal gucken, vielleicht gibt es noch ein Autogramm von Otto, vorzugsweise auf dem Bein, und dann kann ich es mir gleich tätowieren lassen. 10 kleine Ottifanten klettern über Zäune, die habe ich unter Strom gesetzt, da waren es nur noch... Genau! Wie viel sind wir? 9 kleine Ottifanten fuhren in den Schacht. Ich hab den ganzen Berg gesprengt. Da waren es noch! Ja. 75 Jahre alt und kein bisschen leise. Er kann rocken, Schauspielern Blödsinn machen und er ist immer noch Meister im Ottifantenweitwurf. Und damit soll noch lange nicht Schluss sein. Solange es noch geht, geht es noch weiter. Begleitet er mich bei meinen Touren, in meinem Leben. Und ich werde viel Ottifanten zeichnen, wenn jemand einen Ottifanten haben möchte, so wie hier. Die wollen ja alle kleine Ottifanten haben. Bin ich gerne bereit, immer weiterzumachen. Solange das noch geht, wer weiß. Otto und seine Ottifanten, immer noch ein Hit, mit dem er übrigens gerade wochenlang auf Platz 1 in den Charts war. Kein Ende des Ottifanten-Hypes auf die nächsten 50 Jahre.